Ja, jetzt kommen wir dann zum Freestyle-Magazin. Wir haben Best-of, das ist so ein bisschen Jahresrückblick, weil wir einfach finden, hey, auch wir haben keinen Bock, um die Jahreszeit zu arbeiten. Wir euch aber schön absondern mit guten Berichten. Und wir haben hier Best-of, und zwar das grosse Finale, Red Bull Crashed Ice in Quebec. Und da sage ich nicht mehr dazu, schaut euch an. Crashed Ice, Crashed Ice. Spürt ihr es? Hä? Spürt ihr es? Das Adrenalin, das steigt. Die Nervosität, die in der Luft liegt. Die ganz frisch geschliffenen Kufen. Die unglaubliche Location. Die brutalen Bandenchecks. Gegen die 120'000 Zuschauer. Das ist Crashed Ice Finale in Quebec. Jetzt kommen wir dann her zum Freestyle-Magazin. Ich habe es nicht zu gross angekündigt. Red Bull Crashed Ice Finale in Quebec, Kanada. Nation der Schlittschuhhändler. Die kommen schon mit der Spermie unterwegs mit den Schlittschuhen, oder? Kennt ihr die? Jetzt sind wir da. Ich kann nicht übertrieben. Bandenchecks mit Tempo 50. Das habe ich gerade ausgespielt und sie hat mich ausgelacht. Aber hey, das gehört dazu. Ich würde sagen, wir lernen mal los. Die Schweizer sind zuvorst vor dabei. Die Strecke ist länger, viel krasser, also taktische Sachen liegen viel mehr drin. Und jetzt schauen wir es uns an. Also, viel Spass, viel Spass. Quebec im März 2011. Am Hafen von der historischen Stadt schiebt sich langsam das zerklüftete Eis vom St. Lawrence River Richtung Meer. Eine verschneite Landschaft und Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigen die Hockey-Nation Kanada im Winteroutfit. Somit die ideale Kulisse für das grosse Finale der Crashed Ice Weltmeisterschaft. Auch mit von der Partie ist natürlich die Schweizer Crashed Ice Nationalmannschaft. Und auf einer Kutschenfahrt durch die Altstadt haben die Jungs vor dem Rennen ein bisschen mit dem Marco plaudern. Das Sommereis ist die ganze Zeit ab und zu natürlich auch ein nervenauftriebende Sache für dich oder mit deinem Teamkollegen oder so auf engem Raum. Was ist so seine grösste Macke? Was findest du so? Was regt dich so richtig auf? Ja, er ist auch viel zu ehrgeizig. Es ist so richtig verbissen. Und manchmal müssen wir es auch ein bisschen lockern, ein bisschen easy nehmen. Macht er denn eigentlich, ist das so ein bisschen untereinander, so, dass er aus allem einen kleinen Wettkampf macht, oder was? Ja, er wird immer der Beste sein. Ja, ist ja gut, so Leute braucht es. Aber das pusht das Ganze, ja. Oder? Ich meine, er übernimmt die Front, du übernimmst den Hintergrund, oder? Richtig. Du bist ja am Warten, bis alle auf die Schnur fallen vorher dran. Richtig, ich schaue manchmal zu, wie sie fahren, ein bisschen die Taktik von innen anschauen und dann am Schluss nehme ich sie noch, ja. Also das ist der Kim. Er redet Italienisch und Französisch. Wir sind alle hinterbelichtet mit Französisch und Italienisch. Darum erzähl mal etwas über ihn, so, der Kim. Was macht er so? Ist er ein Zurückhaltender oder Schwätzer? Lassen wir uns einfach links liegen oder was? Dann ignorieren? Nein. Wir können schon noch ein kommunizieren mit ihm, halt auf Hochdeutsch oder so. Und ist eher ein Zurückhaltender. Aber ich glaube, wenn wir so richtig mit ihm reden könnten, würde er schon noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Ja.
Er schaut dich gerade ziemlich kritisch an. Ich höre gerade, sei Grenadier im Militär. Das sind die, die nachher... Die schlägt dich ab, das weißt du, oder? Ja, ich, darum... Ich kannst du noch lange hinten dran warten? Das bringt dir nichts. Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Aber ich sitze zwar relativ weit weg von ihm, von dem her ist okay. Nein, nein. Kim ist ein Liebe. Kim ist ein Liebe, also gut. Wenn wir den Kim mal zu uns holen, oder? Kim? Was ist mit denen los? Gute Jungs, schlechte Jungs? Nein, wir sind eine sehr gute Equipe, mein Sponsor. Und wir sind sehr, sehr gut. Wir arrivent bien zu comprendre. Ich comprends ein petit peu d'allemand, donc ça va, mais on se muss très bien. Das hätte ich auch noch können. Nach dem gemütlichen Nachmittag geht es jetzt auch das erste Mal für die Schweizer Fahrer ab aufs Glatteis. In ersten Trainingsruns können alle Fahrer die Strecke kennenlernen und sich mit den verschiedenen Abschnitten der Abfahrt vertraut machen. Einer, der als Erster mit seinen Schlittschuhen einen Fuß auf die Strecke setzt, ist vor allen Athleten der Tester vom Dienst, der Bündner Claudio Galluri. Ich bin ja eigentlich als Erster auf dem Eis am Mittwoch schon, während die Athleten erst ab dem Donnerstag auf dem Eis sind. Und ja, meine Aufgabe ist einerseits, da die Track-Explanation-Videos zu machen und andererseits gleichzeitig auch zu schauen, ob die Strecke sicher ist. Ich kann durchaus irgendwie sagen, hey, los, da ist die Bande ist viel zu tief, da werden die Leute drüber ausfliegen. Also da müssen die Bande höher machen oder sie verstärken. Oder eben jetzt gestern hier in Quebec ist es eigentlich zum ersten Mal passiert, dass ich einfach müssen sagen, hey Jungs, so wie das Eis im Moment zu weg ist, könnt ihr das Rennen gerade vergessen. Also da müssen wir nochmal so richtig grob drüber und sie haben dann auch gerade eine richtige Nachtschicht eingelegt gestern und haben das Eis einigermaßen fahrbar gekriegt auf heute Morgen. Es hat aber wiederum gelitten durch den Tag, also die werden heute gerade nochmal eine Nachtschicht machen müssen, dass das für das Rennen dann gut ist, das Eis. Zuständig für die Qualität des Eis ist für alle Strecken auf der Tour ein Österreicher. Er ist also für die Nachtschicht vor dem Renntag verantwortlich. Wir schauen, dass wir die Eisqualität garantieren können, dass wir da mithelfen, so gut es geht, in das Projekt einfließen zu lassen, dass wir unser Know-how, das wir jetzt doch seit 2001 aufgebaut haben in dem Projekt, in jedes einzelne Projekt der Welt reinbringen. Aber hier in Quebec auf der anderen Seite ist doch eine gesamt andere Produktionsagentur zuständig und eigentlich ist der Kursbau bei Ihnen, aber wir schauen einfach drauf, um unsere Standards zu gewähren und zu sichern. Die Strecke ist am Finale in Quebec natürlich eine Steigerung zu den vorherigen Stops. Und wie in jeder anderen Stadt hat auch dieser Kurs seine ganz speziellen Eigenheiten. Es ist natürlich schon einmal eine andere Herausforderung hier mit den Sprüngen drin, mit den Stegen, mit viel Geschwindigkeit. Und komischerweise haben sie den Starthügel weggenommen. Man muss also aus eigener Kraft beschleunigen. Das ist ganz neu da. Ich habe eigentlich gemeint, wir kommen hierher und haben dann einen wahnsinns Starthügel und jetzt ist es eigentlich einfach flach. Ist aber sicher auch lässig, weil schlussendlich wird man genau gleich schnell sein, aber einfach aus eigener Kraft und nicht wegen der Startrampe. Quebec ist einfach für mich natürlich die schönste Location von der gesamten Tour. Das ist eine wunderschöne Stadt, wo wir da ein ideales Gelände für einen Crash-Test-Track haben. Und aufgrund dieser Gegebenheiten ist dieser Kurs länger als alle anderen, die wir in der Saison haben. Also wir reden da über mindestens 150 Meter länger, im Schnitt ungefähr. Das Rennen ist auch schneller, also wir haben da hier auch 60 Höhenmeter Höhendifferenz und dadurch ist der gesamte Kurs schneller. Das Ziel jedes Trackbars ist es natürlich, es so zu gestalten, dass man bis zum Zielevent das Rennen spannend lässt und einfach die Möglichkeit den Athleten gibt zu überholen, was uns da hier in Quebec sicherlich auch sehr gut gelungen ist. Durch das, dass der Start so flach ist, wird man natürlich mit einem guten Sprint am Start extrem viel rausholen können. Dann ist aber die Strecke auch extrem lang im Vergleich zu allem, was wir dieses Jahr bisher hatten. Das heisst, der Start allein wird dir dann gleich nicht alles bringen. Du musst dann gleich das Ganze noch bis ins Ziel runter kontrollieren. Und mit so vielen Schwierigkeiten, wie sie drin hat, die Strecke, ist das mit dem Kontrollieren eben nicht so ganz einfach. Es hat verschiedene Sprünge, die recht schwierig sind, wo wahrscheinlich die Fahrer im Training auch noch ein bisschen ausloten müssen, ob sie wirklich springen oder ob sie gescheiter flach bleiben, damit sie nicht zu lange in der Luft sind. Ja, und dann ist natürlich klar, dort der Painted Wall, wo es so richtig das Loch abgeht und unten einen rechten Winkel drin.
ist die Frage, ob man dort mit dem vollen Karacho reinstechen will und ob man das dann heben mag. Oder ob man vorher das Speed checken und dann ein bisschen sachte durch. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man drei andere hinter sich hat. Also es gibt ganz viele entscheidende Stellen hier. Nach zwei Vorbereitungstagen auf der Strecke findet am Freitagabend auf einem bereits gut besuchten Kurs die erste Ausscheidungsrennen vom Wochenende statt. Die 128 schnellsten Fahrer aus der Qualifikation, darunter ziemlich viele Kanadier, treten die vier Heats gegeneinander an. Der Start war wie immer nicht gut, das ist normal. Ich bin hier nachher. Es war ein relativ schneller Run, wir waren noch zu dritten. In der Schlüsselszene am Schluss ist er gefallen, der zweite vor mir. Ich bin zwar als zweites ins Ziel gekommen, leider disqualifiziert worden, aber eben, das ist im Crash Dive so ein schneller Sport, intensiver Sport und da passiert so Sachen. Und das Foul war nicht extra, aber es war ein Foul und da muss man mit leben. Reto Weller, gestern Tag, ganz klar, gewidmet. Haben ein bisschen an einem Battle hängen geblieben, ein bisschen unglücklich. Aber irgendwie bringt das auch den Sport mit, oder? Du hast auch eine Taktik, die auf das spekuliert, dass also im Prinzip eigentlich dann wohin das Feld aufräumst, oder? Richtig ist es so. Also, wenn ich vorne weg wäre, wäre das gar nicht so weit gekommen. Ja? Also ist eigentlich, ich kann nichts sagen, es ist eigentlich mein Fehler. Ja? Aber für dich jetzt auch persönlich, oder? Musst du sagen, hey, schlussendlich wissen wir, es war also nicht wirklich ein Foul, oder? Oder ein Foul, ein Foul. Ja. Der andere ist anders umgekehrt, gestabelig umgekehrt. Und genau in dem Moment, wo du hinten vorne fährst und nur an ihm vorbeiziehen willst und dann schnell mit den Händen so machst, hat es halt dann so ausgesehen auf der Videoanalyse. Ja, ein Foul ist, wenn die Schiri sagt, das ist ein Foul und das muss man akzeptieren. Das ist in jedem Sport so. Und da im Crash Dive, also das Herz auf Herz kommt sowieso. Und so, geht wieder ein Rennen, oder? Ma premier run c'était bien, je suis bien parti, j'étais deuxième derrière Adam. Après lui il est tombé tout de suite. J'étais tout de suite premier, je suis resté premier toute la descente. C'est très bien parce que t'as personne qui te dérange. Je suis très content. Le premier Mal habe ich eben gesehen, es hat anders viele Löcher im Eis, es ist anders kaputt jetzt schon sein. Es wird also sehr interessant, jeder Fahrer hat jetzt ein Problem. Dass er den Lauf ganz sauber runterbringt. Also, hey Kilian, du hast es gesehen. Das Eis ist nicht mehr das, was vorher war. Eigentlich perfekt. Wie all die kanadischen Maschinen gehen viel schneller rum, oder? Ja, nicht nur die kanadischen Maschinen. Ich hatte auch recht Mühe gehabt. Vor allem, fahrst du ab und plötzlich siehst du eine riesige, hohe Spalte im Eis. Nachher denkst du, oh fuck, was soll ich mit meinen Schleifschuhen? Ich musste ein paar Mal meine Linie korrigieren, weil es so viele Löcher gab im Eis. Ich bin zum Glück nie wirklich reingefahren, ich konnte gut ausweichen diesen Löcher. Aber es wird jetzt immer schlimmer, umso mehr Ansatz runtergehen. Das ist interessant, oder? Weil die Strecke ist recht lang. Du kannst im Prinzip eigentlich auch ein bisschen taktisch überlegen, was du genau machst. Hast du auch noch Zeit, wenn einen zum Beispiel irgendwie... Musst du nicht zu pressieren eigentlich, das ist schon noch gut, ne? Ja, es kommt ganz einfach, wenn du umgehst, aber... Sie musst eigentlich nicht umgehen und schauen, dass du nicht irgendwie... einen umgeht, noch reinfährst. Du musst schon... Die Strecke ist zum Teil mega eng, die Linien müssen alle fast am gleichen Ort durch, darum wird es recht heavy. Bei der zweiten Runde, ich weiß nicht, was ist passiert. Le départ n'a pas fonctionné. J'étais derrière de 10 Meter au départ. Je sais pas que. J'ai bien récupéré. J'étais très derrière le troisième, il est tombé. J'étais troisième, le deuxième il est tombé jusqu'à la fin. Je suis arrivé deuxième avec Andreas, le Suisse. Ich bin sehr content, wirklich. Zweiter Lauf gegen meinen Erzrival Lukas Galtsch. Ich konnte mich stark vorhinsetzen und bis ins Ziel runterbringen, ohne grosse Probleme. Aber ich kämpfe auch recht mit dem Eis, aber das ist auch das Problem mit jedem. Und jetzt geht es weiter, immer wieder härtere Gegner. Ich hoffe, es geht wieder so gut. Après, Andreas il m'a touché le patin. J'ai ralenti un petit peu, j'étais quatrième. J'étais tellement fatigué, j'avais presque plus à patiner. Je suis content comme ça, j'ai terminé comme un troisième. Je suis dans les top 16. Ça va, c'était une jolie soirée, une très belle piste. Je suis très content. Halbfinale, nur ein heftiger Lauf, geil.
Dumoulin, Andreas Rüegg. Ja, soll ich sagen, Start ein bisschen verpennt irgendwie. Nachher haben sich Kanadier vor uns gesetzt. Wir hatten zu hohes Kämpfen gehabt. Nachher hat es mich doch, wir sind beide Schweizer in den Gletscherspalt angefallen, dort im Rollercoaster. Das war es. Aber ich habe nicht aufgegeben, ich versuchte ihn nachzulaufen und einfach darauf gewartet, dass die scheiß Kanadier noch einen Fehler machen. Aber sie haben es sicher runtergebracht, ich konnte noch ein bisschen aufholen, aber es hat leider nicht gelangt. Für den besten Schweizer Fahrer ist also Endstation im ersten Halbfinale von Quebec. Am Schluss landet der Kilian auf einem guten 7. Rang. Im zweiten Halbfinale ist gleichzeitig der Titelverteidiger Martin Niefnecker und der stärkste Fahrer der Saison, der Arthur Pillainen, am Start. Und die Verhältnisse sind nach wenigen Kurven eindeutig und werden beim Zieleinlauf unterstrichen. Der Arthur Pillainen dominiert souverän, während der Martin Niefnecker auf dem Trikot ins Ziel rutscht. Alles ist somit bereit für das Finale. Und auch die Zuschauer warten nur auf das grosse Duell der Crashed Ice Weltmeisterschaft 2011. Der lokale Superstar Kyle Kroxall gegen den finnischen Überflüger Arthur Pillainen. Vor dem Start ist für beide Fahrer noch alles offen. Aber wie im Halbfinale kann sich der Arthur sofort von seinen Gegnern absetzen und deutlich davonziehen. Kann der Kyle Kroxall den Rückstand wieder ausholen? Der finnische Fahrer muss seinen Run jetzt versuchen, irgendwie ins Trockene zu bringen. Und nach dem letzten Hügel ist es geschafft. Sein nächster Konkurrent, der Kyle Kroxall, hat mit dem 3. Rang keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. Aber wird von seinen kanadischen Fans mindestens genauso gefeiert wie ein Gewinner. Der Sieg am Crashed Ice Final in Quebec bedeutet für den Arthur Pillainen gleichzeitig auch den Gewinn vom Weltmeistertitel in Crashed Ice 2011. Es ist erst die zweite Weltmeisterschaft in dieser jungen Sportart und für den finnischen Fahrer ein riesiger Erfolg. Just amazing. I've been here before like 2 times and every time it has been a like great event, best of them all, and last race here and last fight for the title in the final and to win it, it's great. Der Event in Quebec überzeugt mit seiner einmaligen Atmosphäre Fahrer genau gleich wie Zuschauer. Und wer die Bilder im Fernsehen sieht, bekommt sicher einen guten Eindruck von der unglaublichen Kulisse in Kanada. Eine Erfolgsgeschichte, die wir im nächsten Jahr hoffentlich weiterverfolgen dürfen. Also, das Holzfällerhemd ausgraben und ab nach Quebec. Yeah.